Jo, Genjo, bitte, wir wollten noch mehr Geschenke zum Geburtstag von Genjo Impact. Gut, dann geht der Fuhrlabs auf die Fanart Beitragsaktion zum Jahrestag von Genjo Impact. Wenn ihr da seid, dann seht ihr hier ein paar Aktionen. Das sind mehrere, wir sind können 5 Stück. Die ersten beiden sind aktiv. Das erste geht vom 1. September bis 9. Oktober. Die zweite geht vom 1. September bis 11. Oktober. Was kann man insgesamt bekommen? Ein iPad. Oder Apple AirPods, eine mechanische Tastatur zum Thema Donnerwetter, das ist Kutsching und Überraschungsboxen. Allerdings hat jedes Event seine eigenen Belohnungen. Im ersten Event müsst ihr Strategien zu Genshin Impact veröffentlichen. Da könnt ihr entweder schreiben oder ein Video aufnehmen, zum Beispiel wie ein Event funktioniert. Dann können davon 5 Personen 6000 Urgesteine und eine zufällige mechanische Tastatur zum Thema Kutsching Donnerwetter bekommen. Unten zeige ich euch dann die Belohnungen. Zweiter Platz, 10 Gewinner, 2000 Urgesteine, Fanartikel-Set Sysurosaurus, einer zufälligen Figur, plus ein Dotoku-Plüsch-Anhänger und metallischer Anhänger einer zufälligen Figur. 20 Spieler können den Bronzeplatz bekommen, 1000 Urgesteine, Fanartikel-Set der Reihe Schicksalsgeschenk einer zufälligen Figur. Alle Regeln selber durchlesen bitte und hier sind die Belohnungen, Kutsching-Tastatur, Anhänger und so weiter und so fort. Hier, bla bla bla. Da, der Druckanhänger und die Schlüsselanhänger, die man bekommen kann. Oh, und Polster und so weiter. Hui! Zweite Aktion. Ihr macht in Genshin Impact ein Foto, das lädt ihr hier hoch, auch bei dem Beitrag. Und dann können 5 Spieler Pakete weltliche Schatten bekommen. 1000 Urgesteine, Überraschungsbox zum Thema per Monster-Delikatessen vollständiges Set. Hier sehen wir nicht, wie das Ganze aussieht. 10 Pakete weltliche Freuden, 500 Urgesteine, Fanartikel-Set Sysurosaurus, einer zufälligen Figur, 50 Pakete, das ist der dritte Platz, weltliche Räume, 1 Monat Discord Nitro. Können Spieler auf der PlayStation mitmachen? Ja, ihr müsst nur da draufklicken. Danke fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal, bye bye!